Heute widmen wir uns dem Vereinssport und beleuchten einmal, wie Sportvereine oder auch die Sportdachverbände ihre Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen ertragsteuerlich und umsatzsteuerlich einordnen müssen. Mein Name ist Matthias Frank, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und zertifizierter Berater im Gemeinnützigkeitsrecht. Nach den Mitgliedsbeiträgen als Haupteinnahmequelle sind Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen regelmäßig eine wichtige Einkunftsquelle der Sportvereine. Soweit dabei Entgelte, zum Beispiel Eintrittsgelder, erhoben werden, liegt regelmäßig ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, bei dem zu entscheiden ist, ob es sich um einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder um einen Zweckbetrieb nach § 67a der Abgabenordnung, hilfsweise nach § 65 AO, handelt. Die richtige Einordnung ist insoweit elementar wichtig, da die Einnahmen aus dem Zweckbetrieb ertragsteuerfrei sind, im Gegensatz zu den Einnahmen aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und umsatzsteuerlich die Zweckbetriebsleistungen regelmäßig dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, nämlich 7%, im Gegensatz zu 19% beim steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterliegen. Wir haben als Team vom Vereinfacher dieses Thema ausgewählt, da wir in unserer täglichen Beratungspraxis feststellen, dass die entsprechende Norm in der Abgabenordnung, § 67a, regelmäßig die verschiedensten Anwendungsfragen aufwirft und die Finanzverwaltung ihre Prüfungsintensität bezüglich dieser Einnahmen offenbar erhöht. Wir sehen insbesondere viele Amateursportvereine, dessen Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen sehr genau einer kritischen Prüfung der Finanzverwaltung unterzogen werden. Von den knapp 600.000 Vereinen in Deutschland sind etwa 90.000 von ihnen als Sportvereine tätig und haben sich der Förderung des Sports verschrieben. Also knapp 90.000 Sportvereine und auch die Sportdachverbände sollten die Regelung des § 67a der Abgabenordnung genau kennen und handhaben können, wenn sie Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen generieren. Schauen wir uns nun im Einzelnen an, unter welchen Voraussetzungen die Einnahmen als Zweckbetriebseinnahmen nach § 67a zu qualifizieren sind. Zunächst muss es sich um eine sportliche Veranstaltung handeln. Darunter ist jede organisatorische Maßnahme zu verstehen, die es aktiven Sportlern, diese müssen nicht unbedingt Mitglieder des Sportvereins sein, ermöglicht, Sport zu treiben. Kurzum, es handelt sich um Veranstaltungen, bei denen aktive Sportler Sport treiben. Wichtig ist, dass der Sportverein eine eigene Organisationsleistung erbringt. Eine bloße Zurverfügungstellung von Sportanlagen reicht nicht. Typische Beispiele für sportliche Veranstaltungen sind die Meisterschaftsspiele, Turniere, Volksläufe, aber auch die Sportkurse, die Sportlehrgänge oder der klassische Sportgruppenunterricht. In der Praxis, nicht immer einfach zu beurteilen, sind die Sportreisen. Sie sind als sportliche Veranstaltungen anzusehen, wenn die sportliche Betätigung wesentlicher und notwendiger Bestandteil der Reise ist. Reisen, bei denen die Erholung der Teilnehmer im Vordergrund steht, die sogenannten Touristikreisen, sind dagegen keine sportlichen Veranstaltungen, selbst wenn anlässlich der Reise auch Sport getrieben wird. § 67a gilt nur für Sportvereine, also alle Vereine, die satzungsmäßig den Sport fördern. Seit dem 01.01.2021 sind dagegen auch Organisationsleistungen von Sportdachverbänden umfasst. Dies wurde in § 67a Absatz 4 der Abgabenordnung geregelt. Darunter fällt zum Beispiel die Organisation des Ligaspielbetriebs durch den zuständigen Sportdachverband. Voraussetzung für diese Zweckbetriebseigenschaft ist aber, dass mehr als 50% Amateursportler teilnehmen müssen. Also Sportler, die nicht als sogenannte Lizenzspieler einer Liga anzusehen sind. Lizenzspieler beschreibt einen Status und ist unabhängig von den erhaltenen Zahlungen zu beurteilen. Danach ist Spieler, wer einen Vertrag mit einem Lizenzverein oder einen Lizenzvertrag mit dem Ligaverband zum Spielbetrieb abgeschlossen hat. Ist der Anwendungsbereich eröffnet und erzielt ein Sportverein aus der Durchführung sportlicher Veranstaltungen Einnahmen, also zum Beispiel Eintrittsgelder, Startgelder und so weiter,
bestimmt sich nach den Absätzen 1 bis 3 des § 67a, ob diese Einnahmen als Zweckbetrieb oder aus steuerpflichtigem wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb zu beurteilen sind. Die Regelung ist auf den ersten Blick nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Man muss einmal die Systematik verstanden haben. Der Grundsatz ist in Absatz 1 geregelt. Liegen danach die jährlichen Einnahmen aus allen sportlichen Veranstaltungen des Sportvereins unter 45.000 Euro brutto, dann handelt es sich um Zweckbetriebseinnahmen. Liegen sie hingegen über 45.000 Euro brutto, handelt es sich um Einnahmen aus steuerpflichtigem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das Problem, das sich in der Praxis immer wieder stellt, ist, wenn ein Sportverein aus diesen sportlichen Veranstaltungen Verluste erwirtschaftet. Das kommt immer wieder vor, insbesondere dann, wenn an den sportlichen Veranstaltungen bezahlte Sportler mitwirken. Dann können die Sportvereine diese Verluste, die sie erzielt haben, nicht unmittelbar mit Gewinnen aus einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verrechnen. Diese Möglichkeit bietet sich ansonsten nach § 64 Absatz 2 der Abgabenordnung. Zwar kann man Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben in Zweckbetrieben uneingeschränkt verwenden, aber dies bedarf zuvor der Versteuerung eines Gewinns. Handelt es sich hingegen bei der sportlichen Veranstaltung um einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und nicht um einen Zweckbetrieb nach 67a, dann kann der Verlust direkt mit Gewinnen aus anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben verrechnet werden und erst dann ist der entstehende Gewinn zu versteuern. Daher hat der Gesetzgeber eine Optionsmöglichkeit nach § 67a Absatz 2 der Abgabenordnung den Vereinen eingeräumt. Danach kann der Sportverein auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichten. Und wenn er das tut, greift die Besteuerung nach Absatz 3. Jetzt hängt die Annahme, ob es sich um einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder um einen Zweckbetrieb handelt, nur noch davon ab, ob an der sportlichen Veranstaltung bezahlte Sportler teilnehmen. Wichtig dabei ist, dass jede einzelne sportliche Veranstaltung getrennt behandelt wird. Macht ein Verein von der Optionsmöglichkeit Gebrauch, ist er für 5 Veranlagungszeiträume daran gebunden. Nimmt kein bezahlter Sportler an der sportlichen Veranstaltung teil, dann handelt es sich immer um Zweckbetriebseinnahmen aus § 67a. Dann spielt auch die Bruttoeinnahmegrenze von 45.000 Euro keine Rolle mehr. Also auch selbst dann, wenn die Einnahmen über 45.000 Euro liegen und kein bezahlter Sportler teilnimmt, handelt es sich um Zweckbetriebseinnahmen. Nimmt hingegen ein bezahlter Sportler an der sportlichen Veranstaltung teil, handelt es sich um Einnahmen aus einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Dann gilt auch der Umsatzsteuersatz von 19%. Bezahlter Sportler ist, wenn die Vergütungen über die Aufwandsentschädigungen hinausgehen. Laut Finanzverwaltung ist das pauschal bei 520 Euro im Monat im Jahresdurchschnitt der Fall oder wenn die Aufwände tatsächlich höher liegen und dies entsprechend nachgewiesen werden kann. Ausreichend ist die Teilnahme eines einzigen bezahlten Sportlers an der Veranstaltung. Dann treten bereits die Rechtsfolgen ein. Zum Schluss des Videos möchte ich noch einmal auf einen jüngeren BFH-Beschluss vom 2.8.2022 hinweisen, der die Notwendigkeit in der Praxis unterstreicht, sehr gut und ordnungsgemäß zu dokumentieren. Insbesondere gilt dies dann, wenn die entstandenen Aufwendungen eines bezahlten Sportlers über 520 Euro im Jahresdurchschnitt liegen. Grundlage des BFH-Beschlusses war ein Sportverein, der eine Herrenmannschaft in der Oberliga unterhielt und diese haben aus dem Verkauf von Eintrittskarten den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7% angewendet. Das wäre dann in Ordnung gewesen, wenn die Voraussetzungen des § 67a vorgelegen hätten, es sich also um Zweckbetriebseinnahmen gehandelt hätte.
Der Verein hatte nach § 67a Absatz 2 optiert und auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. Allerdings konnte der Sportverein nicht hinreichend darlegen, dass keine bezahlten Sportler teilgenommen haben. Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass die Aufwandsentschädigungen nicht über den tatsächlichen Aufwand hinausgehen. Der Verein hatte allerdings nur eine pauschale Abrechnung vorgenommen und es lagen keine hinreichenden, ausreichenden Aufzeichnungen vor, aus denen nachvollziehbar hervorging, inwieweit tatsächlicher Aufwand bei den Spielern angefallen war. Ja, das war's für heute zum Thema sportliche Veranstaltungen. Ich hoffe, dass der Beitrag euch geholfen hat. Wir freuen uns selbstverständlich über einen Daumen hoch und besucht uns auch gerne auf unserer Homepage www.vereinfacher.de. Vielen Dank und tschüss.